Geld, präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia und Swisskanto bei Zürcher Kantonalbank. Willkommen beim Geld, einen guten Abend. Wenn man ein neues Auto kauft oder seinen Wagen nur durch eine Occasion eintauscht, kann man auch seine Autoversicherung außerterminlich künden und allenfalls eine günstigere Police aushandeln. Im letzten Jahr sind in der Schweiz laut dem Bundesamt für Statistik 350'056 Motorfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt worden. Das sind fast 4% mehr als 2020. All die, die für sich ein passendes Auto gefunden haben, müssen sich Gedanken über ihre Autoversicherung machen. Welche Policen sind bei der Autoversicherung sinnvoll? Und wo kann man allenfalls sparen? Darüber diskutieren wir jetzt mit Patrick Zibung vom Verkaufsteam der Helvetia Luzern. Ja, die Autohaftpflichtversicherung ist ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Gibt es trotzdem Preis- und Leistungsunterschied? Die gesetzlichen Vorgaben sind relativ eng gesetzt. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse Einflüsse, die auf Prämien relevant sind. Das sind zum Beispiel die Zusatzversicherungen, Bonusschutz, wie auch der Grobfahrlässigkeitsverzicht, die doch Prämien erhöhen können. Andererseits gibt es für Neulenker die Möglichkeit, ein Fahrsicherheitstraining zu absolvieren, sodass man bei der Bonusstufe tiefer kommt und so die Prämie unter dem Strich sparen tut. Der wichtigste Entscheid bei der Autoversicherung ist die Gasco-Police. Wann lohnt sich eine Vollgasco und wann eher vielleicht eine Teilgasco-Versicherung? Eine Vollgasco lohnt sich grundsätzlich dann, wenn das Auto relativ neu ist und auch einen gewissen Wert hat. Beim Leasing ist es zum Beispiel vielfach vorgeschrieben. Wenn es nicht vorgeschrieben ist, ist es trotzdem sehr zu empfehlen, weil man am Schluss auf den Kosten sitzen bleibt, wenn man einen Totalschaden hat. Und beim Teilgasco ist es halt einfach so, dass nur die nicht selber verursachten Schäden am Auto gezahlt werden, wie zum Beispiel Elementarschäden, Diebstahl oder Schäden auch der Tiere. Viele Anbieter bieten auch noch Zusätze an bei den Autoversicherungen. Welche Zusätze zahlen sich am ehesten aus? Grundsätzlich ist es sehr zu empfehlen, eine Parkschadenversicherung einzuschliessen. Das heisst, wenn jemand einen Schaden am Auto verursacht, wenn das Auto nicht selber überwacht wird. Andererseits kann man auch die Reifenbeschädigung einschliessen, sowie auch Glasbruch beim Auto, was gerade bei neueren Fahrzeugen relativ schnell mal teuer werden kann. Und unter Umständen ist auch eine Assistenzversicherung, also der Abschleppservice, empfehlenswert. Da muss man allerdings schauen, dass man eine Doppelversicherung hat, wenn man das zum Beispiel über den Hersteller schon drin hat. Unterschied gibt es bei den Autoversicherungen auch, wenn man statt einem Benzin oder Diesel ein Elektroauto kauft, was immer mehr Leute machen. Im letzten Jahr ist dann auch die Zahl der neuen Elektroautos in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr um höhere 62% gestiegen. Auch die Anzahl an Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen hat um mehr als die Hälfte zugenommen. Zusammen machen die Elektroauto- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge bereits 22,2% von allen neuen Personenwagen in unserem Land aus. Reine Elektroautos sind 70'200 immatrikuliert. Am höchsten ist die Elektroautoquote im Kanton Zug. Was ist denn jetzt bei der Autoversicherung anders, wenn man jetzt eben ein Elektrofahrzeug oder ein Hybridfahrzeug hat? Grundsätzlich sind die Deckungen relativ gleich. Es gibt allerdings Versicherungen, so auch die Helvetia, die einen sogenannten Ökobonus geben bei Elektroautos, also dass die Prämie entsprechend tiefer ist. Wichtig ist auch zu beachten, bezüglich der Batterie, ist die mit dem Auto fest verbaut oder ist die gemietet bzw. geleaset? Dann muss man allenfalls schauen, dass man die über die zusätzlichen Deckungen einschliesst, also über das Zubehör namentlich und auch bezüglich der Ladestation gilt es einiges zu beachten, dass man die sicher auch in der Police mitversichert hat. Bevor man eine Autoversicherung abschließt, sollte man vergleichen unter den verschiedenen Anbietern. Wie kommt man zu einem möglichst optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis? Man muss natürlich schauen, was für Leistung man will. Es gibt, wie schon gesagt, diverse Zusatzversicherungen. Es sind zum Beispiel eben Glasbruch, Reifenbeschädigung etc. Da kann man sicher bei der Prämie etwas machen. Allerdings ist die Leistung dann am Schluss auch ein bisschen tiefer. Andererseits hat man die Möglichkeit, bei der freien Garagewahl Einfluss zu nehmen. Also man kann mit Vertragspartnern der Versicherungen zusammen die Leistungen dann noch beziehen. Das kann dann Einfluss haben eben auf die Höhe der Prämie.
Und auch der Selbstbehalt hat natürlich einen Einfluss. Also wenn man den höher setzt, dann hat man eine tiefere Prämie unter dem Strich. Auf was muss man sonst achten, wenn man jetzt seine Autoversicherung wechseln will? Grundsätzlich gilt es mal als erstes, die Kündigungsfrist der bestehenden Versicherung anzuschauen. Das sind in der Regel 3 Monate, die man hat. Und dann muss man das sicher rechtzeitig künden. Und dann nachher, bevor der Kündigungsschutz bei der alten Versicherung abläuft, sollte man die neue Versicherung abgeschlossen haben. Dann wird dann von der neuen Gesellschaft ein Versicherungsnachweis geschickt. Und dann ist es eigentlich relativ einfach, die Versicherung gewechselt zu haben. Danke vielmals, Patrick Zibung. Geldanlegen braucht im momentanen Marktumfeld einiges an Nerven. Die Investoren sind mit einer ganzen Reihe von Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Angefangen vom Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen konjunkturellen Risiken bis zu der hohen Inflation und den steigenden Zinsen. All das führt momentan an den Finanzmärkten zu Turbulenzen. Wie geht es im zweiten Halbjahr an der Börse weiter? Wie kann man sein Erspartes schützen? Und wo gibt es trotz der Börse Achterbahnfahrt in den nächsten Monaten Chancen? Wir bringen Antworten und Tipps. Nächstes Mal wieder hier im Geld. Einen schönen Abend. Geld präsentiert von Helvetia, Ihre Schweizer Versicherung. Einfach klar Helvetia und Swisscanto bei Zürcher Kantonalbank.